Nun denn, das erste Mal mit immerhin halb gefüllten Koffern am Bike und gucken, ob Quick Capture mit Audioaufnahme funktioniert. Wir sind auf dem Weg nach Bonn. Und wie immer, wir gehen unsere Tour hier lang. Kann es sein, dass es sich besser fährt mit den Koffern hinten dran? Sind die Koffer dran? Ja, sehr gut. Wir grüßen natürlich immer freundlich. Der werte Icke hat gesagt, dass man als GS-Fahrer gar nicht gegrüßt wird. Ich werde viel gegrüßt von Leuten. Also haben wir erst mein drittes Mal auf der GS. Dann mein viertes Mal schon. Gestern war ich auch fahren. Das war sehr schön. Gestern war ich bei einer halben Temperatur fahren. Wundervoll meine Climbjacke drunter gezogen. Phänomenal gut. Meine Climbjacke unter meine Climbjacke gezogen. Hey Dude, I heard you like Climbjacken. I've got a Climbjacke for your Climbjacke. Dieses kleine Zwischengas immer so sexy. Ja, und da sind wir schon in unserem wundervollen Tal. Oh, ich liebe es. Ich liebe dieses Bike. Oh, was ein wunderschönes kleines Flüsschen. Ist das schnuggelig. Es ist alles so schnuggelig, was hier ist. Es ist immer noch so lächerlich, dass ich hier wohne. Es ist so anders als Brandenburg, also natürlich auch absolut anders als Berlin. Aber oh, es ist jedes Mal, allein wenn ich da über die Hellefelder Höhe fahre, ne, und wenn ich dann durch Linneper und Linneper Hütte fahre, es fühlt sich instant an wie Urlaub. Oh. Und dann siehst du hier so kleine Bächleins, die unter der Straße auch noch durchgehen. Und ich so, ja, das ist hier gerade dieser Moment und er ist wunderschön. Absolut. Okay, was ist das? Hier schalten wir zwei Gänge runter. Mit der Honda war das hier ein ganz schöner Akt. In der Kurve hoch. GS, not so much. Ich habe einfach keine Ahnung, was das für Reifen hier drauf sind. Aber ich habe heute Morgen mal drauf gefasst und selbst im trockenen, kalten Zustand wirkten sie recht klebrig. Und sie fühlen sich auch sehr klebrig an. Ich weiß, das ist klebrig und nicht klebrig. Ist auch so geil, dass man diese Straße da umfährt mit diesen ganzen Kurven. Oh, ein alter Boxer. Kein alter Boxer. Ich kann Motoren nicht sehen. Da machen wir heute wohl wieder ein paar Höhenmeter. Hoch und runter. Vom Sauerland aus nach Bonn geht es tatsächlich ziemlich konstant runter. Wenn man danach die Kalimoto-Tour sich anschaut, ist es konstant in dieses Tal gefahren. Weil macht ja Sinn, da fließt ja auch der Fluss. Der Fluss fließt ja nicht den Berg hoch. Ja. Erst abstellen, dann gucken. Nicht mit Koffern fallen lassen. Wobei, irgendwann wird sie fallen. Ich muss mich mental schon damit abfinden. Sie würde es tun. Und ich werde fluchen. Oh, Monsieur! Oh, gut. Niederhelden? Okay. Ist wahrscheinlich, macht Sinn, wenn Helden in der Nähe sind. Ist das halt der da drunter. Man kann nicht Unterhelden sagen, sagt man Niederhelden. Guten Tag! Oh, diese Positionslichter an der 1250er sind schon sexy auch. Ha, alle so freundlich. Alles ist so freundlich zu GS-Fahrern, weil alle wissen, wir haben es nicht eilig, wir fahren entspannt und wir sind nicht laut. Ne? Wir sind ja
wahrscheinlich der biederste Motor da, wo gibt. Für die Leistung, wo alle vier Zylinder hier kreischend rumrasen. Ist hier so ein Gasmotor bei 2000 Umdrehungen. Tucker, 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 tucker. Das ist schon. Wie cool! Geil! Der gute Fußgruß. Und da sind wir am Wasserzipfel. Wir werden gleich über eine wunderschöne Brücke fahren. Wir haben den Abzweig nach Meschede passiert. Was ich witzig finde, ich finde, das klingt nach ganz woanders, als wo ich wohne. Aber anscheinend, wenn man hier so eine Stunde rumfährt, kommt man einmal im großen Kreis an. Und es ist einfach absolut bezaubernd. Oh. Es ist sogar wieder ein bisschen Wasser hier drin, meine Güte. Oh yeah. This is my hood. Ich liebe es. Das ist so schön. Außer wenn hier irgendwelche merkwürdigen Veranstaltungen sind, dass ich hier nicht vorbeifahren kann und ewige Umwege fahren muss, weil Gnade Gott, hier im Sauerland ist mal eine Straße gesperrt. Dann darfst du halt um die nächsten drei Berge durch die nächsten 10 Dörfer fahren. Man muss den Gashahngriff einfach null verändern und schaltet geschmeidig in den Cruisegang hoch. Da werde ich mich hoffentlich so schnell nicht dran gewöhnen. Es ist nämlich wunderschön. Oder oh, ist ganz schön hell. Ja. Tilkhausen, auch einer der spannendsten Orte hier, weil er sehr, sehr enge Kürfchen hat, durch die man sich arbeiten muss. Aber auch wieder so schnuckelig. Ich meine, schaut euch an, wie das Leben hier vermutlich stehen geblieben ist. Ich meine, wir haben kaum Handyempfang, was Sinn macht. Und wahrscheinlich gibt es auch kein gutes Internet. Aber dafür Hammer Landschaften. Ihr habt ja euer eigenen Hof, euer eigenes Feld. Ist schon sehr verlockend. Man möchte mal sagen, keine Probleme. Ich glaube, man verbindet mit so einem einfachen Leben weniger Probleme. Und ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Es wirkt nur so, weil man sie nicht so sehen kann, wenn man durchfährt. Aber wahrscheinlich, wenn man dann da leben würde, so allein so, oh, wo kaufe ich jetzt ein? Oh, es geht mir schlecht. Wo ist der nächste Hausarzt? Wo ist eine Apotheke? Sicherlich alles unfreundliche Dinge. Ein Bus fährt hier vermutlich auch eher selten. Ja. Aber wunderschön. Okay, es ist schon geil, mit einem Gerät zu fahren, das Leistung hat, um einen Überholvorgang zügig und sicher zu Ende zu bringen. Oh, es ist sehr bequem auf diesem Bike. Es ist weniger gefedert geführt als die XTZ und die WR. Die WR war ja auch einfach nur ein schwimmendes Luftkissen, Boot, Hüpfburg. Aber vielleicht liegt es einfach nur daran, dass sie ein bisschen sportlicher gefedert ist. Leider. Wo kommen denn hier auf einmal Kurven her? Aber manchmal schlägt so einen Huckel mehr durch als gefühlt auf der XTZ oder der WR. Aber das Überallgefühl ist ja wirklich Gleiten. Absolutes Gleiten. Und ich glaube, gerade für so eine Tour lasse ich die Federung auch angenehm auf Road geschalten. Ich habe keinen Bedarf an einer dynamischen Fahrweise. Dynamic Federung, das darf mich hier gerne einfach ganz genüsslich kursen. Oh, ein altes Pärchen, wie schön! Oh, sind sie nicht süß? Ja, sind sie. An der Hart. Wohin sind wir schon durch Hart gefahren? Ist die Hart vielleicht dann ein Fluss? Educated guess. Schunkel, schunkel.
Oh, die Vorstellung, so eine Tour mit einer S1000R zu machen. Oder einer CBR 600RR. Also Respekt, Motovlogi. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast auf der Alpentour. Nicht dauernd zu... Wobei, du hast dauernd geflucht, aber du hast trotzdem durchgezogen. Also, Chapeau. Und ich meine, ich war ja immer noch auf der Touring-Variante von der Maschine unterwegs. Und selbst das war schon intensiver. Mit dem Ding wäre das ja wirklich... Oh, wie auf einer Couch. Ich muss schon sagen, man hat eine bessere Übersicht auf so einem Bike auch als auf der Honda. Doch so die 20 cm höhere Kopfposition macht schon was aus, wenn man über so kleine Gebüschchen guckt. Meine Güte, fährt sich dieses Gerät unfassbar gut. Wieso habe ich diese Kurve vergessen? Heiland. Aber sie existiert und sie ist intensiv. Oh ja. Nee, der ist noch größer. Der Drachen fällt irgendwo. Niemand weiß wo. Ach, ist das schön. Was ein gutes Gerät. Meine Güte. Alter, bist du hart. Oh ja. Oh ja. Willkommen in Bonn. Ich glaube, ich bin so selten so bequem mit dem Motorrad hierher gedüst. Ah, oh, das war ja lächerlich gut. Ah, oh, schön.